Hallo Outdoor- und Gear-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Adventure Trails. Ja, heute mal wieder ein neues kleines Messervideo. Diesmal geht es um dieses Mora Basic 511 aus dem Hause Mora aus Schweden. Und das Messer gibt es zurzeit im Hornbach-Baumarkt zu kaufen und ist für 4,95 € im Angebot. Und von daher ein cooles, kleines Einsteigermesser. Und das möchte ich heute mal mit euch begutachten und vergleichen mit dem Mora Companion. Ja, das Basic kommt wie alle Mora-Messer in einer Polymerscheide, die das Messer aufnimmt. Bei diesem Modell schon ja, die neue Version, die einen Clip beherbergt, in dem man dann mehrere Messer aneinander klippen kann. Ja, ein weiteres Merkmal der Mora-Messeraufnahme ist noch dieses Loch am Boden der Aufnahme. Hier läuft ja eventuelles Wasser, wenn die Klinge nass ist, ab. Macht dieses Mora oder generell die Moras auch immer sehr interessant für Angler oder Leute, die halt ja Wassersport betreiben. Ja, und des Weiteren gibt es halt noch diesen Clip, der die Montage des Messers am Gürtel in einer senkrechten Position ermöglicht. Das Messer an sich hat ca. 112 Gramm und eine Klingenlänge von 90 mm. Die Klinge besteht aus Carbonstahl und der Messerrücken hat ungefähr 2 mm. Ja, der Griff an sich ist bei diesem Modell komplett aus Polymer gefertigt. Daher ist er für meine Begriffe sehr rutschig. Allerdings hat er hier vorne einen Fingerschutz, dass man beim Arbeiten mit dem Messer nicht nach vorne abrutschen kann. Die orange Farbe macht das Messer natürlich besser auffindbar, wenn es einmal auf dem Waldboden herunterfällt. Ja, hier die beiden Messer mal im Vergleich. Das Companion S mit einem Gewicht um die 124 Gramm ist ca. 12 Gramm schwerer wie das Basic. Die Klingenlänge hier auch mit ca. 15 mm Unterschied. Und die Dicke der Klinge ist hier auch bei einem 0,5 mm größer. Beim Companion S gefällt mir der Griff ein bisschen besser, denn der ist eine Mischung aus Polymer und ja einem Art Gummi. Ist ein bisschen griffsicherer, dafür ist dieser Fingerschutz wesentlich kleiner ausgeführt. Aber beides eigentlich sehr schöne Einsteigermesser. Eben schon im Vergleich habt ihr ja gesehen, ist natürlich dieses Messer hier besser auf dem Waldboden wiederzufinden. Der preisliche Vergleich zu den Messern, halt dieses Mora Basic für 4,95 € im Hornbach Baumarkt und das Companion S bekommt man in vielen Outdoor Shops oder so für ca. 13 €. Also auch keine große Kluft, aber das Companion S kostet halt fast doppelt so viel wie das Mora Basic. Zu den Spezifikationen der Klingen vielleicht noch oder halt die Beschaffenheit der Klingen. Ja, bei dem Basic besteht die Klinge aus Carbonstahl, also einem Kohlenstoffstahl. Der ist natürlich relativ rostanfällig und ja, benötigt ein bisschen mehr Wartungs- und Pflegeaufwand. Während hier bei dem Companion S die Klinge aus ja, Stainless Steel, also Edelstahl gefertigt ist. Klar setzt sich hier auch Flugrost ab, allerdings ist sie nicht ganz so anfällig, also für eigentlichen Rostbefall. Aber ich muss auch sagen, in dieser kleinen Preisklasse hier würde ich mir darüber keine großen Gedanken machen. Und nach diesen ganzen technischen Vorstellungen gehört, finde ich, auch noch so ein bisschen, ja, wie schlagen die sich denn in ja, der Holzbearbeitung, weil es ja das Hauptfeld, wo man so als Einsteiger vielleicht ja mit anfängt, so ein bisschen Bad-Holding, ein bisschen vielleicht Schnitzen oder so. Und wie funktionieren die Klingen da? Und dann schauen wir uns das einfach mal an und probieren sie einfach mal aus, wie gut die zwei Klingen sich im Vergleich schlagen. Ja, hier muss man einfach sagen, ein Kleinholz funktioniert das Basic gut, aber ja, an solchem festen Holz beißt es sich dann doch die Zähne aus, weil einfach die Klinge viel zu dünn ist und man kaum Kraft aufbringen kann und man wirklich aufpassen muss, dass man hier ja, die Klinge nicht verformt. Aber trotzdem für so ein kleines Lagerfeuer, für so ein paar Sticks hier zu spalten, reicht das Messer alle Male. Ja, beim Companion S hat man auch, wenn es nur einen halben Millimeter dicker ist, natürlich ein bisschen mehr Angriffsfläche. Und ja, hier sieht man dann schon den Unterschied. Companion S kommt dann doch schon durch so ein Stück Holz hier durch, während halt das Basic eben ja, nicht mehr weiterkam. Ja, Fazit zum Bad Holding war eigentlich schon vornherein ein bisschen klar.
Das Companion S hat natürlich hier die Nase vor. Einmal natürlich die Klingenstärke, wo ich ein bisschen mehr Wucht aufbringen kann beim Schlagen. Aber auch vor allem die Klingenlänge des Messers. Und man muss einfach sagen, man kann einfach beim Bud Holden, wer das schon mal gemacht hat, ist ein bisschen abhängig von der Klingenlänge natürlich auch, welche Dicke ich von Holz bearbeiten kann. Und dieses getrocknete massive Stück Holz, was ich hier dabei habe, ja, ist natürlich viel zu viel für den kleinen Basic. Wenn ich natürlich jetzt hier so kleines Anmachholz machen will oder so, was das Basic völlig ausreicht und steht seinem großen Bruder da in nichts nach. Ja, und auch beim Schnitzen, ja, neben die zwei Messer sich nichts. Ich würde fast behaupten, das Basic hat halt ein klein bisschen kleinere Klinge, also dünnere Klinge. Von daher gleitet jetzt hier durch dieses Holz ein bisschen besser durch. Aber ich glaube, das macht nachher draußen keinen großen Unterschied. Für filigrane Arbeiten würde ich sowieso ein anderes, ein richtiges Schnitzmesser nutzen. Aber für so ein bisschen hier so ein paar Locken zu schnitzen, für einen Feuerstarter zu machen, ist dieses Messer ausreichend. Fazit zu beiden Messern ist, finde ich persönlich, die haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich bekomme hier kein mega hochqualitatives Messer aus edlem Material, aber das bekomme ich nirgendwo für 5 oder 13 Euro. Ich bekomme hier einfach ein Messer, was funktioniert, was eine schöne Klinge hat, was eine Klinge hat, die auch robust ist, mit dem ich gerade als Einsteiger so meine ersten Versuche starten kann. Bevor ich mir irgendein richtig teures Bushcraft-Messer für mehrere hundert Euro kaufe, kann ich auch auf hier so ein Messer zurückgreifen. Noch ein Vorteil, wenn ich hier so ein Messer im Wald mal verliere, weil mir aus dem Rucksack fällt, vom Gürtel fällt oder kaputt geht bei meinen ersten Versuchen, weil ich beim Bad Holden was falsch mache oder so. Es ist preislich ja kein großer Einschnitt und sollte keinem wehtun. Ja, mich würde jetzt noch interessieren, welche Erfahrungen habt ihr denn so gemacht mit Einsteigermessern? Kennt ihr vielleicht diese zwei Modelle? Habt ihr die auch benutzt? Oder welche Einsteigermesser habt ihr benutzt? Könnt ihr vielleicht andere empfehlen? Schreibt einfach hier unten in die Kommentare. Und ich würde mich über einen Daumen nach oben von euch freuen und sage bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian von Adventure Trails. Thank you.